Heute möchte ich euch in meinem kleinen Lesetipp meine Lieblingsreihe aus unserem Albenprogramm vorstellen. Es ist wirklich meine Lieblingsreihe aus unserem Albenprogramm, und zwar Der Krieg der Knirpse. Die Geschichte nimmt uns zurück in die Wirren des Ersten Weltkriegs, und zwar im Jahr 1914 geht das Ganze los. Wir befinden uns in Frankreich, in einem Waisenhaus irgendwo, JWD, würde ich mal sagen, in der Pampa von Frankreich. In diesem Waisenhaus lebt es sich soweit ganz gut. Es ist auch eine Gruppe von Jungs dabei, verschiedenen Alters, von Jüngeren bis Älteren, die sich die Knirpse eben nennen. Und die haben nichts als Schabernack und Streiche im Kopf. Bis dann eines Tages plötzlich der Krieg vor der Tür steht. Die Frontlinie läuft direkt vor dem Ort entlang und das Waisenhaus wird evakuiert. Da aber die Knirpse nur Blödsinn im Kopf haben, sind sie zu diesem Zeitpunkt im Wald in ihrem Baumhaus und bekommen nicht mit, wie alle gehen. Sie werden auch nicht gefunden und plötzlich sind sie Mutterseelen allein. Was jetzt folgt, ist eine Abenteuergeschichte, die wirklich ihresgleichen sucht. Denn die Knirpse, die müssen jetzt überleben. Sie müssen in den Kriegswirren sehr schnell erwachsen werden, sind aber auf der anderen Seite noch Kinder. Die Älteren passen auf die Jüngeren auf, die Älteren sind auch so am Rande der Pubertät. Es stößt noch ein Mädchen zu der Gruppe dazu, das heißt, es ist auch ein bisschen Coming of Age und erste Liebe. Es passiert dann, dass sie aus dem Baumhaus raus müssen, sie lernen einen Deutschen kennen, mit dem sie eine kurze Zeit reisen, dann müssen sie Frankreich verlassen, dann versuchen sie wieder nach Frankreich zurückzukommen, und das Ganze ist unglaublich spannend, teilweise auch sehr lustig, weil wir, wie gesagt, auf der einen Seite die Kinder haben, die auch noch spielen wollen und wie Kinder agieren, die aber auf der anderen Seite erwachsen sein müssen und wie Erwachsene handeln müssen, um überhaupt zu überleben. Und das ist hier unglaublich toll dargestellt in diesen 5 Bänden, die sich dann vom Jahr 1914 bis zum Jahr 1918 ziehen. Und es ist eben, wie gesagt, sehr lustig, es ist sehr spannend, es ist teilweise auch sehr dramatisch. Und es macht unglaublich viel Spaß, das zu lesen. Das Ganze ist in diesem wunderbaren franco-belgischen Stil gezeichnet. Nicht ganz cartoonig, aber eben so ein bisschen in diesem Abenteuerstil, den man aus den franco-belgischen Comics kennt. Das trifft auch die Figuren sehr schön. Und wenn man sich für Comic-Kunst im Allgemeinen, aber dann auch noch für so ein bisschen historisch angehauchte Comics interessiert, dann ist das wirklich eine Sensation. Und ich finde, dass diesen Bänden leider in Deutschland noch so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde, weil es macht wirklich Spaß, die zu lesen, und sie sind wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, meine Lieblingsserie aus unserem Albenprogramm, und deswegen meine Empfehlung für heute. Wenn ihr euch für sowas interessiert und eben nicht nur Superhelden, ist das hier etwas, das sollte man unbedingt bei sich im Regal stehen haben, und man sollte es auch gelesen haben. Ihr findet es natürlich wo sonst anders als in unserem Shop oder beim Comichändler eures Vertrauens. Tut mir einen Gefallen, lest Den Krieg der Knirpse.